Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf Schwab TV. Heute haben wir den bekannten Gaming-Stuhl von der Firma GT Player, den ich ausgepackt habe und danach auch getestet habe. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Gehen wir hier auch schon direkt weiter zum Verpackungsinhalt. Alles schön eingepackt. Zum einen haben wir hier einmal die Rollen bzw. das Gestell für die Rollen. Dann geht es auch schon weiter mit der Kopflehne. Dann geht es hier auch schon weiter mit der Rückenlehne. Was nicht fehlen darf, sind natürlich die beiden Armlehnen, gefolgt von den Seitenabdeckungen, einer Rückenlehne und dem Schraubenwerkzeug. Dazu natürlich auch die Sitzfläche, auf der wir später sitzen werden. Und der Karton mit weiterem Zubehör. Die Bedienungsanleitung ist sehr übersichtlich gestaltet, auf drei Seiten bzw. ja, Doppelseiten. Es fühlt sich hochwertig an, man sieht alles bis ins Detail beschrieben, es ist alles übersichtlich. Da oben nochmal eine kleine Zusammenfassung vom Verpackungsinhalt und hier nochmal Schritt für Schritt erklärt. Auf den ersten Blick wirkt alles hochwertig und auch zufriedenstellend. Ich würde sagen, im nächsten Schritt schauen wir uns die weitere Montage an. Ich habe natürlich schon Vorarbeit geleistet und habe die Hauptelemente schon mal montiert. Unten haben wir einmal das Sitzelement, oben die Laufrollen, die Armlehne und die Hydraulikfunktion. Und in den nächsten Schritten werden wir die noch zusammenbauen. Und hier sind wir auch schon beim Ergebnis. Einfach und unkompliziert. So, hallo Leute, ich gehe jetzt noch ein bisschen auf die Funktionen von diesem Stuhl hier ein. Auf den ersten Blick, so im ganz steifen und normalen Zustand, kann man sagen, dass er gemütlich ist. Das Leder muss wahrscheinlich noch ein bisschen eingesessen werden, aber der erste Eindruck ist schon mal gut. Das Ganze ist gut gepolstert von hier hinten und von hier hinten, so dass man, ja, gerade sitzt und ich denke mal nicht, dass man dadurch Rückenschmerzen kriegen könnte. Zu den Hauptfunktionen ist zu sagen, dass man hier auf der rechten Seite einen Hebel hat, in dem man die Rückenlehne anpassen kann, so wie man möchte, wenn man mal so ein bisschen weiter zurücklehnen möchte und zum Beispiel Computerspiele spielt mit der Tastatur oder mit dem Controller oder eben auch einfach nur sich zurücklehnt und ein Video guckt. Das Ganze kann man noch ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Dann kann man quasi auch, wenn man ja, Fernsehen guckt oder eben auch wieder ein Video, kann man sich ganz entspannt zurücklehnen und das Ganze beobachten. Dazu kann man noch die Armlehnen anpassen. Dadurch hat man hier an den Seiten so zwei Knöpfe, die man hochdrücken muss. Dann ist das ganze Ding entsichert und dann kann man die eben hoch oder runter stellen. Je nachdem, wie man das Ganze möchte.
Das Drehen des Stuhls erfolgt auch ohne Geräusche. Das ist mir immer wichtig, dass es keine Geräusche gibt und ja, dass das Ganze auch ohne Widerstand passiert. Die Rollen, ja, das kommt wahrscheinlich ganz auf die Oberfläche des Bodens an. In diesem Fall ist es auch nicht wirklich laut. Man kann das Ganze hin und her schieben, ohne dass man dazu viel Krach verursacht. Der wichtigste Part an diesem Stuhl ist natürlich das schöne Ding hier. Das kann man ausfahren. Sich so, kommt nochmal zu. Das Ganze nach hinten stellen. Und dann kann man die Beine ganz entspannt darauf abstellen und kann so in die gewünschte Position fahren. Herrlich. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und konntet euch ein kleines Bild von dem Stuhl machen. Letztendlich würde ich euch aber gerne noch ein kleines Fazit dalassen. Das Wichtigste für mich ist immer, lohnt sich der Kauf eines Artikels überhaupt? Also ist es sein Geld wert? Und bei diesem Stuhl kann man sagen, ja gut, der Preis ist etwas höher angesetzt, aber er ist noch völlig im Rahmen für die Leistung, die er bringt. Die Qualität ist mehr als gut. Der Stuhl ist auf den ersten Blick und auf dem, ja, oder nach dem ersten Gebrauch sehr gemütlich. Die einzelnen Details wirken auch sehr hochwertig. Man kann wirklich noch nichts sagen. Das Einzige, was noch fehlt, ist so die Langzeiterfahrung, die man mit dem Stuhl machen kann, um dann dementsprechend zu merken, ob die Qualität sich auch hält oder nicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch für euer Einschalten. Wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Stuhl habt, dann lasst gerne einen Kommentar da und dann werde ich sie beantworten. Bis zum nächsten Mal.